Hallo meine Damen und Herren. Rita! Meine Frau, ja. Ich komme gleich. Schön, dass Sie da sind. Der Migrantin- und Migrantenbeirat, der dazu verholfen hat, dass wir das alles hier nochmal machen konnten. Vielen Dank. Die Dokumentation mit ein paar Knöpfe vorgestellt wird. Und als zweites haben wir dann über die verschiedenen Teestubenfilme gemacht. Das waren dann eben auch Frauen aus der Gruppe von Theresa. Wer ist denn noch alles da? Lina, genau. Lina und eben die zwei haben auch Räume gemalt. Susan war dabei und Rita. Während ich tanze oder die Frauen eben dort interviewen oder was über die verfilmen. Und aus dieser kleinen Anfrage wurde dann ein wunderschöner Film, der ist 20 Minuten und der ganz bezaubernd oder eindrücklich eben zeigt. Also was ich erzähle euch ein bisschen, erstens ich grüße euch und erzähle ein bisschen über dieses Projekt, wie das angefangen hat. Das hat letztes Jahr angefangen. Innerhalb dieses Projekt Frauenstärken im Quartier. Ich habe einfach Aquarell-Workshops gemacht und am Ende jede Frau hat ihren Lebensbaum gemalt. Und das ist, was wir jetzt hier sehen. Also jetzt in diesem Moment, ehrlich gesagt, weiß ich nicht mehr, wie viele Bäume es sind, aber ich denke, es sind über 100. Die sind nicht alles ausgestellt. Ein Teil von den Bäumen, also ein Teil von den Frauen haben doppelt oder dreifach Bäumen gemalt. Und deswegen sind nicht alle hier zu sehen. Gut. Was kann ich auch sagen, ist, dass die Frauen haben sich sehr viele Gedanken, diese Bäume zu malen. Also jeder Baum hat eine Geschichte hinterher. Und ich wollte nicht so viel erzählen, aber ich bin da, ja, und der Workshop letzte Wochenende, da sind neun neue Frauen zusätzlich gekommen. Wer hat einen Baum gemalt? Genau, Eva auch. Genau. Guten Abend, sind wir heute hier in Südwien bei unserer Vernissage von den Lebensbaum. Und ich habe hier jemanden, der auch bei der neuen Gruppe gemalt hat. Wie ist dein Name? Mein Name ist Jasna Karadinovic. Ja, ich habe jetzt bei der zweiten, beim zweiten Projekt der Lebensbäume mitgemacht. Ich habe halt einfach nur versucht, ja, einen Baum zu machen, der nicht wirklich klar ist, aber man sieht ja auch hier das Grün, das an einigen Stellen ist es dunkler und dann wieder heller und ich finde, so sehe ich das Leben ja auch. Es gibt einfach dunkle und helle Stellen und ja, das war mir. Okay, vielen Dank und machen wir mit der nächsten Künstlerin. Dankeschön. Explicarnos qué quisiste expresar con tu pintura. Bitte, könntest du uns erklären, was wolltest du ausdrücken in dein Bild? Quise expresar partes muy, muy profundas de mi vida. Ich wollte was ganz Tiefes von meinem Leben ausdrücken. Como decir de mis grandes amores, que son mi hija, mi nieto. Also meine beide Liebe sind meine Tochter und mein Enkelkind. Mi libertad, la libertad, meine Freiheit, die Freiheit. Aha. La conexión profunda que hay con mis amores. Tiefe Verbindung zwischen mich und meine Liebe. El corazón está dentro de mi hija, que fue lo más bello de mi vida. Herz ist in meiner Tochter, das ist das Schönste meines Lebens. Las raíces, die Wurzeln, son verdes porque son raíces de esperanza. Weil sie Hoffnungswurzeln sind. Por eso mi árbol se llama
deswegen mein Baum heißt la divinidad de la esperanza o la esperanza de la divinidad. Die heilige Hoffnung. ¿Por qué digo? Porque un día, algún día, irgendein Tag, las raíces verdes, die grüne Wurzel, se apagarán, werden sich selbst bezahlen oder. Aha. Hasta hoy, bis heute, viven. Ah, okay. Viven. Also, bis heute leben sie, aber irgendwann werden sie wechseln. Das wollte sie meinen. Y viven para mis amores. Und sie leben für meine Lieben. Gut, das war's, oder? Y doy gracias a Carmen, gran maestra. Primera vez que hacía esto. Y le doy las infinitas gracias porque me llevo algo nuevo a Chile. Yo había estudiado en el Bellas Artes, pero nunca hice acuarela. Ja, sie nimmt sich jetzt was Neues mit an Chile und sie sagt, sie bedankt sich mit mir. Y si ella va a Chile, va a conocer mi casa. Und wenn ich in Chile gehe, dann werde ich ihr Haus kennen. Muchas gracias. Danke, Chan. Erwartet uns jetzt ein buntes Vergnügen, nämlich mit Maria, die uns jetzt ihr Bild vorstellt. Und die erste Frage, kannst du uns beschreiben, was dein Bild aussagen möchte? Oder hat es überhaupt einen Hintergrund persönlichen? Also genau, einen Hintergrund hat das nicht. Es ist meine erste Erfahrung mit Malen und mit Aquarellmalen. Was ich gemacht habe, ist es einfach für die Seele, für mich. Und die Farbe, was ich benutzt habe, hat zu tun, dass ich Farbe liebe. Und was ich da repräsentieren wollte, ist einfach ein bisschen zu sagen mit der Mutter Natur und dass wir alles eins sind. Und dieses Bild heißt die Mano Cosmica, also ist eine Hand, die streckt zwischen Mutter Erde und Himmel. Und die Bedeutung für mich ist einfach diese Erfahrung, dass jede von uns sind oder macht, unsere Wurzel in die Erde und irgendwie unsere Träume, alles was wir als Menschen wünschen, träumen. Und das ist auch einfach sehr lebendig. Und es hat mich einfach unheimlich viel Ruhe und viel Spaß gemacht. Und ich bin sehr dankbar, dass ich könnte malen, 2 Tage mit anderen Frauen. Und es war eine tolle Gruppe. Und ich kann nur empfehlen, diese Erfahrung für jede Frau, dass ein Leben, ein Baum fürs Leben oder einfach malen. Es ist etwas für die Seele, es ist etwas, wo man sich einfach vieles heilen kann von verschiedenen Themen. Wie sehr hat Sie das persönlich geprägt, dieses Zusammentreffen mit den unterschiedlichen Frauen, also aus unterschiedlichen Ländern? Hat Sie das irgendwie im Privaten verändert auch? Also ich bin ziemlich neu in diese ganzen Projekte mit anderen Frauen und es ist für mich ein Moment, eine Aufzeit in mein Leben. Etwas zu machen, das, wo ich Zeit habe, wo ich Spaß mit anderen Frauen, auch mit dem Kochbuch zu kochen. Und wir bei den Projekten, also alles, was mit den Frauen zu tun ist, ist ein Moment für mich auch sehr schön. Und ich denke, das ist auch eine Herausforderung für jede Frau. Und mal so eine ähnliche Frage, was konnten Sie denn so mitnehmen? Welche Kompetenzen vielleicht konnten Sie hier bei dem Projekt erlernen? Also einfach, dass wir uns in unsere verschiedene Ebene als Frauen zeigen können. Nicht nur als vielleicht Mutter und Hausfrauen oder berufstätig, wie in meinem Fall, sondern
dass wir einfach diese Hobbys pflegen können und dass wir uns für die Seele etwas machen. Dass mit Familien und Kindern und alles, was wir als Frauen involviert sind, einfach für die Seele etwas zu machen und Spaß und teilnehmen, ja, eine Einladung für andere Frauen und Mut. Wie lange saßen Sie an dem Bild dran? Also das war mir ziemlich klar, was ich wollte und das war nur, was ich repräsentieren wollte, ist ein bisschen gespaltig, also es sind so viele Dinge, auch persönliche. Aber es geht einfach um das Ganze, dass wir sind mit der Mutter Natur auch, dass wir sie schützen, dass wir sie lieben, dass wir sie ehren sollten und ja, mit dem Kosmos, mit dem Universum, als Menschen und als Frauen, ist eine Weiblichkeit in diesem Bild, es ist Energie, es ist Verzweiflung, viele Dinge. Und Würzel, meine Würzel sind natürlich in meiner Heimat in erster Linie, aber meine zweite Heimat ist hier, ist Freiburg, ist mein Leben ist einfach hier in dieser Kultur und von dem her ist es ein bisschen manchmal so schwer zu sagen, wohin ich gehört, aber ein Teil von dem Ganzen einfach. Vielen Dank. Ja, unser nächstes Bild wird vorgestellt von Rita Schäfer. Anfangs dachte ich, diese vielen, vielen kleinen grünen Punkte stehen dafür, dass ich tausend Sachen immer anfange und nichts zu Ende bringe, von jedem bisschen was mache. Und wenn ich aber einen Schritt zurückgehe, dann stelle ich fest, dass die vielen, vielen kleinen Punkte, die vielen, vielen Dinge, die ich gemacht habe in meinem Leben, im Gesamten betrachtet auch ein Ganzes ergeben. Jedes Einzelne trägt dazu bei, dass ein Gesamtbild entsteht. Und so entstand Blätterwerk. Und wenn ich dann nochmal einen Schritt zurückgehe und nur die Umrisse betrachte, dann sehe ich einen Engel. Ja. Also es gibt verschiedene Ebenen, auf denen ich das Bild betrachten kann. Von daher steckt viel drin. Kommen wir mal zu unserem Kochbuchprojekt und eine Teilnehmerin steht neben mir und sie wird sich dann jetzt vorstellen. Wie heißt du und woher kommst du? Und was für ein Rezept machst du? Ich heiße Agatha Stein. Ich komme aus Ghana. Ich wohne in St. Jorgen. Ich lebe mit meinem Mann. Ich möchte ein Meat Pie machen. Meat Pie. Und kannst du kurz erklären, was es für ein Rezept ist und wie du da ungefähr, was du für eine Methode hast? Ein Meat Pie, wir machen Meat Pie so wie ein Teig, Mehl und, Margarine und Salz und Corned Beef und Gewürz. Ich habe diese Rezept von Afrika gehabt, aber ich habe nicht von jemandem gelernt. Ich habe von meiner Mutter gelernt. Ja. Ich habe heute einen Brief von Claudia bekommen. Dann habe ich habe Claudia angerufen, dann sie hat mir gesagt, wenn ich los habe, kann ich heute Abend hierher kommen, weil ich hier gekommen habe. Ja. Wir werden jetzt hier mal die Leute, die noch hier sind und heute Abend hier mitgewirkt haben, werden wir mal befragen zu dem heutigen Abend. Und meine erste Person, also die erste Person steht neben mir und kannst du dich einfach vorstellen, was du heute hier gemacht hast? Also mein Name ist Louise und ich bin Praktikantin bei Südwind. Ich war nur eine Woche hier und habe aber in der Woche wahnsinnig viel mitbekommen und war heute Abend hauptsächlich für Sekt und Tee ausschenken da. Ja, aber das ist nicht nur das, hast du ja gemacht, oder? Hast du schon?
fotografiert. Genau, ich habe auch Fotos gemacht. Ja. Also ich persönlich fand die Bilder total toll. Ich hatte das beeindruckt, dass das wirklich ganz normale Frauen sind, weil die teilweise technisch und richtig gut und so fantasievoll gemalt sind, dass ich wirklich dachte, da stecken professionelle Leute dahinter. Und wenn man, ich weiß, ich habe mich teilweise wirklich in den Bildern verloren, wenn man davor steht und sich dann überlegt, okay, und was bedeutet doch dieses Zeichen und hat dieses Blatt noch eine Bedeutung oder so, da steckt wahnsinnig viel dahinter. Viele Frauen, tolles Essen und ja, ich fand es einfach schön. Ein schöner Abend unter Frauen, lustig. Dass sowas wie Malen, glaube ich, verbundet und gibt die Frauen viele Möglichkeiten, sich einfach in eine Art sie zu zeigen, dass es für manche nur ganz privat vielleicht die Möglichkeit hätten. Ja. Ich werde mich jetzt verabschieden. Ja. War ein sehr schöner Abend.